Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Audio bzw. eure Stimme in Adobe Premiere oder Audition bearbeiten könnt. Ich zeige euch genau, welche Effekte ich benutze, mein Workflow und wie ich die Effekte am Ende auch eingestellt habe. Hi, ich bin Tim und ich mache mittlerweile schon seit über 7 Jahren YouTube. Und eine Sache, die ich immer wieder sehe, ist schlechte Audioqualität, beziehungsweise die Leute haben oder benutzen ein gutes Mikrofon, bearbeiten aber die Audios entweder überhaupt nicht oder bearbeiten sie falsch. Und genau das möchte ich euch heute eben mal zeigen, wie ich meine Audios für meine Videos bearbeite. Das heißt, wenn ihr Lust habt auf mehr solche Tutorials, dann lasst jetzt auf jeden Fall gerne schon mal ein Abo auf dem Kanal da und ich würde sagen, wir springen hier direkt in Premiere rein. Und vorher soll auf jeden Fall noch gesagt sein, sowohl Premiere als auch Audition sind ja beide von Adobe. Das heißt, es gibt dort 1:1 dieselben Audioeffekte und das heißt, der ganze Workflow ist 1:1 derselbe, egal ob ihr Audition oder Premiere benutzt. Ich zeige euch das Ganze jetzt hier in Premiere, da ich meine Audios lieber im Schnittprogramm bearbeite. Denn während der Bearbeitung fällt einem immer nochmal auf, hey, das gefällt mir nicht so gut, das hat sich nicht so gut angehört. Und deshalb kann man dann hier die Effekte einfach nochmal nachbearbeiten. Aber wenn man eben das Ganze in Audition macht und das Ganze bearbeitet hat und raus exportiert hat, hat man eben eine fertige Audiodatei und kann später an den Effekten nichts mehr ändern. Deswegen mache ich das Ganze hier in Premiere, aber wie gesagt, der Workflow ist 1:1 derselbe. Ich habe hier schon mal einen Clip für euch vorbereitet. Der stammt aus meinem letzten Video und wir hören einfach mal rein, wie sich die Audio komplett unbearbeitet anhört. Kommen wir jetzt aber zu meinem Fazit und schauen wir uns mal wirklich an, ob dieses Headset hier seine 209 Euro... Also ihr hört schon, gar nicht so schlecht, aber ich sag euch, da kann man auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel rausholen. Mein Workflow besteht jetzt als erstes da drin. Ich benutze als allerersten Effekt immer einen parametrischen Equalizer. Den könnt ihr jetzt hier suchen, könnt ihr nehmen und auch einfach hier auf den Clip ziehen. Ich kann euch aber noch einen viel besseren Workflow zeigen, denn falls ihr jetzt hier hinten noch ganz viel andere Clips hättet in diesem Fall, also wenn wir jetzt hier hingehen, verlängern das, schneiden das hier und sagen jetzt, ja, wir haben hier noch ganz, ganz, ganz viele andere Clips, wo wir das auch drauf anwenden möchten, dann müssten wir jetzt hier hingehen, alle Effekte, die wir dann hier angewendet haben, kopieren und dann die ganzen Clips markieren und wieder einfügen. Jetzt fällt uns aber währenddessen auf, nein, wir haben den Equalizer nicht richtig eingestellt, wir wollen den nochmal ändern. Also müssen wir bei allen Clips das Ganze löschen und wieder einfügen. Und es gibt einen Trick, wie ihr Effekte hier auf die ganze Audiospur anwenden könnt. Und zwar geht ihr hier einfach oben zu Fenster und öffnet dann den Audiospurmischer für jetzt eben hier das Tutorial-Video. Dann wird das Ganze so angezeigt und dann könnt ihr hier oben links auf den kleinen Pfeil klicken und habt dann hier eben eure Audiospur 1, eure Audiospur 2, eure Audiospur 3 und auch ganz hinten hier die Master-Audiospur, die wir auf jeden Fall auch später noch brauchen werden, die sehr, sehr wichtig wird. Und wenn wir jetzt hier eben hingehen und hier können wir dann auch auf die ganzen Effekte zugreifen und jetzt in dem Fall hier den parametrischen Equalizer hinzufügen, ist er eben auf der ganzen Audiospur und wenn wir dann eine Änderung vornehmen, ist es automatisch auf allen Clips drauf. Viel, viel besserer Workflow und empfehle ich euch auf jeden Fall auch damit zu arbeiten. Aber wie gesagt, mein allererster Effekt, den ich immer benutze, ist der parametrische Equalizer. Wir können dann hier einfach Doppelklick drauf machen, dann öffnet er sich. Der sieht so aus. Euro wirklich wert ist. Als allererstes, was ich auch... Wir sehen hier im Hintergrund ja, die Audiowellenform und können dann hier eben ganz, ganz viele Sachen einstellen. Ich sage euch aber, in meinem Fall, ich arbeite immer mit einem Preset als ja, Ausgangslage, sage ich mal, denn es ist viel zu umständlich, das komplett selbst einzustellen. Und in meinem Fall benutze ich hier immer schon das schöne Preset Stimmoptimierung, denn wir wollen ja die Stimme optimieren. Da haben wir hier, sehen wir, die Höhen ein bisschen angehoben, hier noch ein bisschen was in den Tiefen angehoben, dass wir auch einen schönen, satten Bass haben. Und ganz wichtig bei Stimmen, hier haben wir ungefähr zwischen ja, 50 und 70 Kilohertz alles links abgeschnitten, alles was da unten drunter liegt, denn keine Stimme hat diese Frequenzen. Wir Menschen können diese Frequenzen nicht von uns geben, das heißt, falls ihr Stimmen bearbeitet, macht auf jeden Fall hier diesen Low-Cut rein, damit ihr das alles abgeschnitten habt, denn das sind komplett unbrauchbare Frequenzen. Ja, und dann hört sich die ganze Audio dann schon so an. Und 9 Euro wirklich wert ist. Als allererstes, was ich auch schon im Unboxing gesagt habe. Also ihr seht schon auf jeden Fall um einiges klarer die Audio. Als zweiten Effekt benutze ich dann nochmal einen Equalizer. In dem Fall ist es der grafische Equalizer mit 20 Bändern. Und auch hier benutze ich wieder ein Preset und das Ganze nennt sich klar und kräftig, dass wir einfach nochmal ein bisschen Klarheit in der Stimme bekommen, aber auch untenrum in den Bässen oder beziehungsweise in den Tiefen es sich schön satt und voll anhört. Das Ganze hört sich dann eben so an. Kommen wir jetzt aber zu meinem Fazit und schauen wir uns mal wirklich an, ob dieses Headset hier seine 209... Also auf jeden Fall schon wirklich ein sehr, sehr großes Improvement mit nur 2 Effekten, die wir auch eigentlich gar nicht eingestellt haben, sondern wirklich nur Presets dafür verwendet haben. Als nächstes benutzen wir dann einen Kompressor, Freunde, denn ihr seht ja hier rechts in Premiere den Audioausschlag bzw. den Pegel.
Kommen wir jetzt aber zu meinem Fazit und schauen wir uns mal wirklich an, ob dieses Headset hier seine... So, und ihr seht schon, das geht manchmal nach oben, aber es ist oft immer auch noch unter minus 6 Dezibel. Und bei uns Menschen ist es eben so, je lauter sich eine Stimme anhört, desto besser klingt sie auch für uns. Und ihr habt ja gesehen, wir haben da noch sehr, sehr viele Schwankungen drin. Also es geht oft mal nach oben, es ist aber auch noch oft sehr weit unten. Und das heißt, wir benutzen jetzt als nächstes einen Kompressor, der uns eben dazu hilft, die oberen Peaks in der Audio ein bisschen nach unten zu drücken, damit wir die gesamte Audiodatei wieder ein bisschen lauter machen können, damit es erstens, wie gesagt, nicht so diese extremen Höhenunterschiede gibt, beziehungsweise Lautstärkenunterschiede und es dadurch auch einfach für uns Menschen viel angenehmer und besser klingt. Dazu gehen wir hier auch wieder drauf und gehen dann auf Amplitude und Komprimierung und benutzen hier den Dynamikeffekt. Klicken hier einmal drauf und haben hier in der Mitte den Kompressor. So, jetzt habe ich ja gesagt, wir möchten mit dem Kompressor nur die Spitzen ein bisschen nach unten drücken. Das heißt, wir hören jetzt einfach unsere Audiodatei nochmal an und schauen hier, wo die Spitzen rechts sind in unserem Pegelmeter und schauen, wo sich unsere normale Stimme befindet, beziehungsweise wo so die tiefsten Punkte sind. Kommen wir jetzt aber zu meinem Fazit und schauen wir uns mal wirklich an, ob dieses... Das heißt, ihr seht jetzt hier in dem Fall, es ist oft so knapp unter minus 6 dB, ich würde mal sagen so bei minus 8 und alle Peaks gehen einmal nur so ganz kurz drüber, aber sonst ist es wie gesagt so hauptsächlich hier bei minus 8 dB. Das heißt, wir stellen den Schwellenwert auf minus 8 ein. Das heißt, alles was über die minus 8 Dezibel rübergeht, wird runtergedrückt und hier bei dem Verhältnis nebendran können wir einstellen, um wie viel das runtergedrückt werden soll. In meinem Fall, ich benutze immer irgendwas zwischen 2 und 2,5. Ich mache jetzt einfach mal 2,3, das ist ungefähr in der Mitte. Wenn ihr hier ein Verhältnis von 2 einstellt, heißt das Ganze wird sozusagen geteilt durch 2, beziehungsweise um den Faktor, den ihr hier einstellt, runtergedrückt. Das heißt, wir haben jetzt minus 8 eingestellt. Habt ihr jetzt eine Audio, die jetzt den Peak bei minus 4 hat und minus 8 ist euer Schwellenwert, stellt ihr bei Verhältnis 2 ein, wird das Ganze sozusagen um das Verhältnis 2 nach unten gedrückt. Das heißt, minus 8 Schwellenwert, minus 4 ist der Peak. Der Kompressor macht dann ein minus 6 Dezibel da draus. Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt anhört. Und jetzt müsstet ihr, wenn ihr mal rechts auf das Pegelmeter achtet, auch schon sehen, dass die Peaks ein bisschen weniger geworden sind, beziehungsweise nicht mehr so extrem nach oben gehen. Oh, wirklich wert ist. Als allererstes, was ich auch schon im Unboxing gesagt habe, ist, was mir, ja in Anführungszeichen... Ihr seht, es geht schon kaum noch über minus 4 drüber und das heißt, wir können dann hier unten bei Verstärken das Ganze wieder ein bisschen anheben, so 2-3 Dezibel. Schauen wir ungefähr mal, wie sich das anhört. Und schauen wir uns mal wirklich an, ob dieses Headset hier seine 209... Hört sich schon gut an, aber ihr seht, es klippt noch nicht. Das heißt, diese beiden Kästchen hier oben werden noch nicht rot. Wenn die rot werden, heißt, eure Audio übersteuert. Wir können auf jeden Fall immer noch ein kleines bisschen nach oben. Wir probieren mal 4,5. Vielleicht ist es auch schon zu viel. Schauen wir uns mal wirklich an, ob dieses Headset hier seine 209 Euro wirklich wert ist. So, da habt ihr jetzt gesehen, die Kästchen oben sind rot geworden. Das heißt, es hat einmal kurz gepiekt. Das ist aber noch nicht schlimm, Freunde. Das heißt noch lange nicht, dass unsere Audio irgendwie verzerrt ist oder sich schlimm anhört. Aber das war nur einmal ganz kurz. Das ist kein Problem. So hört sich es auf jeden Fall gut an und so würde ich es jetzt erstmal lassen. Drei Effekte, Audio auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr improved. Und jetzt gibt es noch einen allerletzten Effekt und zwar ist es ein Limiter. Viele Leute wissen wirklich nicht, was ein Limiter macht und setzen den deswegen auch überhaupt nicht ein. Aber ich sage euch, von diesen vier Effekten, die ich euch hier zeige, ist der Limiter wirklich der allerwichtigste Effekt. Und den fügen wir jetzt hier auch nochmal hinzu, auch bei Amplitude und Komprimierung, den Hard Limiter. Und das war's schon. Mehr müssen wir nicht machen. Wir fügen den nur hinzu. Und wir haben ja eben gesehen, dass unsere Audio hier oben einmal kurz gepiekt hat. Alles, was klippt, liegt über 0 Dezibel. Und deswegen ist der Hard Limiter hier bei Adobe direkt so eingestellt, dass er das Ganze auf minus 0,1 Dezibel limitet. Ganz wichtig dazu zu sagen, ein Limiter schneidet die Sachen über 0 nicht ab, sondern er komprimiert sie runter. Und dann hört sich das Ganze so an. Seine 209 Euro wirklich wert ist. Als allererstes, was ich auch... Ihr habt hier gesehen, es ging einmal ganz kurz nach oben. Das war der Punkt, wo es vorhin geklippt hat. Das haben wir jetzt nicht mehr, das Problem. Und jetzt dazu auch noch ganz wichtig zu sagen, falls eure Audio zu leise sein sollte, das heißt in dem Fall, wir machen sie jetzt mal künstlich um ein paar Dezibel leiser, dann klingt die ganze Audio so. Was ich von dem Unboxing gesagt habe, ist, was mir ja in Anführungszeichen ein bisschen zu denken gemacht hat. Der Pegel geht nicht so weit nach oben. Und wie gesagt, je lauter was ist, desto besser hört sich das Ganze an. Und das könnt ihr aber auch einfach mit dem Hard Limiter machen, indem ihr hier einfach Eingangsverstärkung einfach jetzt in unserem Fall nochmal 4 Dezibel dazu macht und schon ist das Ganze wieder wie vorher. Wirklich
wert ist. Als allererstes, was ich auch schon im Anfang... Und klingt dadurch auf jeden Fall auch viel besser. Denn es gibt Kameras, je nachdem wie ihr euren Ton aufnimmt, die den Ton nicht so laut aufnehmen. Und hier mit dem Limiter könnt ihr das Ganze eben schön laut machen. Aber jetzt, wie gesagt, noch eine ganz, ganz wichtige Sache für eure Videos. Ihr habt jetzt hier eure Audio auf minus 0,1 gelimitet. Wenn ihr jetzt aber hergeht und jetzt noch Musik hinzufügt, als Hintergrundmusik, wir machen die jetzt hier einfach mal, keine Ahnung, minus 22 Dezibel als Hintergrundmusik und hören uns das Ganze einmal kurz an. Wobei ich aber dazu sagen muss, ich hatte in meinem Fall keine Probleme damit. Ist cool, passt irgendwo von der Lautstärke, aber jetzt habt ihr ja gesehen, es hat jetzt rechts wieder geklippt, weil ja wieder Audio dazugekommen ist, die ja die gesamte Lautstärke wieder anhebt. Und deswegen, ganz, ganz wichtig bei Adobe Premiere, ihr habt ja hier unten eure Master-Audiospur. Und in eurem Audiospurmischer könnt ihr auch in den Master Effekte reinhängen. Und hier hängt ihr einfach nochmal ein Hardlimiter rein, der einfach euer gesamtes Projekt nochmal auf minus 0,1 Dezibel runterdrückt, damit eure Audio nicht klippt, Freunde. Und damit könnt ihr dann auch beispielsweise, falls euch das gesamte Video viel zu leise ist, einfach in den Hardlimiter oder in den Limiter in der Masterspur reingehen und hier einfach nochmal das Ganze um 2 Dezibel anheben. Das wird sich jetzt schrecklich anhören, weil das Ganze natürlich dann extrem weit oben ist, euer Pegel. Wobei ich aber dazu sagen muss, ich hatte in meinem Fall keine Wobei, es geht noch, aber so habt ihr dann euer ganzes Projekt nochmal gelimitet. Wie gesagt, ihr könntet jetzt natürlich hier auch hingehen und einfach mal das Ganze extrem hochdrehen. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Probleme damit. Auf der anderen Seite, für die, die es nicht wissen, ich bin aber auch bei der Feuerwehr und bin es durchaus gewohnt, einen schweren Helm auf. Dann klebt euer Pegel wirklich da oben. Das sollte auch auf keinen Fall sein. Also ihr solltet auf jeden Fall hier rechts im Pegelmeter noch so kleine Schwankungen im Audio haben. Kleine Höhenänderungen bzw. Lautstärkenänderungen. Das Ganze soll sich nicht so anhören, dass der Pegel eben ganz oben klebt. Ich hatte in meinem Fall keine Probleme damit. Aber das Ganze soll auch eben nicht so aussehen, dass der Pegel irgendwo ganz da unten ist. Oder auch hier irgendwo. Wobei in dem Fall geht's noch. Aber wie gesagt, relativ weit oben. Gucken, dass ihr mit einem Limiter das Ganze schön limitet, dass es nicht über Null geht und eben noch kleine Lautstärkenschwankungen, aber nicht so extrem große Schwankungen. Ich hoffe, dass ich euch jetzt einige spannende neue Dinge zeigen konnte, damit auch ihr in Zukunft eure Audio richtig gut bearbeiten könnt. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, bearbeitet ihr eure Audio so wie ich lieber direkt in Premiere oder benutzt ihr Audition? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren und ansonsten, Freunde, teilt das Video auf jeden Fall mit allen Leuten, wo ihr denkt, sie können auf jeden Fall ihre Audio noch nicht richtig bearbeiten bzw. haben auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Zeigt den Leuten, wie es richtig funktioniert, damit auch wir in Zukunft alle viel bessere Videos auf YouTube genießen können. Ansonsten natürlich auch, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da und ganz wichtig, abonniert den Kanal, um auch in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann nächste Woche in einem neuen Video wieder. Bis dahin, Freunde, macht's gut, ciao!